herzliches Willkommen zur Monatslegung beim Taroskop mit Ella. Wir sind im Monat September 2021 und ich stelle euch die Karten vor, die ich für diese Monatslegung benutze. Es ist Finde deinen wahren Weg von Colette Byrne-Reed. Das ist eine Vorausschau, wie die Energien im Monat sich verteilen. Wir haben das Morgan Greer Tarot für die einzelnen Tage der jeweiligen Woche. Das heißt, 4 Wochen werden aufgedeckt. Und wir haben das Krafttier-Orakel, was eben beiträgt und sagt, welche Energien dir zur Verfügung stehen. Mit den kleinen Tarotkarten, Rider-Waite-Tarotkarten, werde ich eben aufzeigen, was so im Detail drin ist. Wir sind ja bei der allgemeinen Legung. Also wenn ihr allgemeine Informationen bekommt, dann solltet ihr das für euch klären, ob das in deine persönliche Situation passt, ob du damit was anfangen kannst, ob dir das in deiner persönlichen Situation weiterhilft. Es ist ja keine persönliche Legung. Wenn du eine persönliche Legung möchtest, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Unten in der Infobox steht die E-Mail-Adresse, auch die Webseite. Da kannst du dich informieren, wenn du persönliche Legung haben möchtest. Wir schauen uns jetzt erstmal so einen Blick an auf den Monat September, erstmal astrologisch, und gehen dann auf die einzelnen Sternzeichen ein. So, und jeder hat für sich dann einen Film, den er im Monat immer mal wieder auch anschauen kann, was da so los ist, was da so geht, weil man kann sich das einfach alles nicht merken, ich ja auch nicht. Und deswegen macht es Sinn, sich von Woche zu Woche immer mal wieder reinzulesen oder reinzuschauen, wie das Ganze verläuft. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche und sag bis gleich. So, meine Lieben, schauen wir uns an, was der Monat September astrologisch zu bieten hat. Wir haben sehr starke Einflüsse von Neptun. Neptun habt ihr sicherlich schon mal gehört, Fantasie, natürlich auch, ja, auch manchmal irregeleitet, also dass man sich was vorstellt, was nicht der Realität entspricht. Es ist auch Kreativität, aber es ist auch ermüdend, denn es kann so ein bisschen die Sinne vernebeln, kann man wirklich so sagen. Und das trifft auch auf den Beginn des Monats zu. Das wird sich innerhalb von ein paar Tagen auflösen, aber stellt euch darauf ein, dass nicht alles so immer der Realität entspricht, wie ihr das seht oder empfindet. Hinterfragt das auf Realismus, das ist wichtig. Wir haben ja Mars und Neptun, die eben ein bisschen schwerfällig machen und eben auch es schwierig machen, tatsächlich zu sagen, wo soll denn die Reise hingehen. Auch besteht die Gefahr, dass man sich was aufschwatzen lässt oder dass man irgendwie überredet wird, was zu kaufen oder so. Das ändert sich am 5., wenn dann Merkur und Saturn ein bisschen klarer wirken. Erdenergie mit Saturn. Mars und Pluto vom 5. bis 7., da ist man sehr gewillt, die Dinge ans Laufen zu bringen. Also auch die Dinge umzusetzen. Man sollte aber damit auch berücksichtigen, dass man im Vorfeld vielleicht die ein oder andere nicht so gute Entscheidung getroffen haben könnte, also genau hinschauen. Dann haben wir Venus am 6. auch noch quer zu Pluto, was eben den Gefühlen auch nochmal zwar leidenschaftliche Energie gibt, aber auch nicht konstruktive, sondern destruktive Energie. Man denkt eher negativ und das kann zu Streit, zu Auseinandersetzungen führen. Wir haben dann aber auch trotzdem dieses Gefühl von Nähe, von Verbundenheit. Und das ist ein bisschen zwiespältig und schwer manchmal auseinanderzuhalten bzw. anzuwenden. Also seid da etwas zaghaft, ein bisschen entgegenkommender und hinterfragt eure zuvor gefällten Entscheidungen nochmal. Also überdenkt die einfach nochmal. Sonne und Uranus, 7. September. Da kann man neu starten. Uranus ist ja der große Weltverbesserer. Die Sonne ist eben auch in der Jungfrau sehr pragmatisch. Und Dinge können wirklich, wenn sie auf Realitätssinn geprüft sind, durchaus auch Erfolg bringen. Dann geht Venus am 10. in den Skorpion. Da wird es auch sehr leidenschaftlich, sehr tiefgründig. Und da muss man aber auch, immer noch die Realität im Auge behalten. Dann haben wir 14. Sonne gegenüber Neptun und da ist wieder so eine neptunische Kraft, die so ein bisschen Unfrieden stiften kann. Man weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll.
Versuche dich auf Routine zu besinnen oder auf das, was getan werden muss. Möglichst auch Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, sie vielleicht auch später zu verschieben. Also jetzt nicht sagen, ich habe keine Lust, mich zu streiten, sondern zu sagen, lass uns da in Ruhe nochmal drüber nachdenken. Wir sprechen da nochmal drüber. Es gilt nämlich, dass man auch Mitte des Monats eben auch aufeinander zugehen und sich miteinander ja, vernünftig zusammenfinden und die Dinge bearbeiten kann. Das ist wichtig. Denn dann geht Mars in die Waage. Am 17. ist auch so ein Tag mit Sonne und Pluto, die dann diese Entscheidungen leichter machen. Also es ist wichtig, dass man nichts überstürzt macht. Sowohl im Gefühlsbereich als auch im Geschäftlichen oder im Umfeld. Ja. Man kann sich zwar durchsetzen, man sollte aber aufpassen, dass man nicht mit Brachialgewalt vorgeht, die Ellenbogen ausfährt. Wir haben da mit Venus und Saturn einiges an Durchsetzungspower, aber eben auch an Egoismus. Und da sollte man eben auch ein bisschen sanfter rangehen. Da wirkt natürlich auch diese Durchsetzungskraft für andere sehr widersprüchlich oder eben auch ja, unangenehm. 20. September können klärende Gespräche geführt werden, sei es jetzt im Job oder privat. Da haben wir nämlich Merkur und Jupiter, die positiv zueinander stehen und auch Vollmond in den Fischen am 21. sehr sensitiv. Am nächsten Tag schon wieder dieses Gerangel um Macht, um, ja, ich sag jetzt mal, Manipulation, Durchsetzung, eigenen Willen durchsetzen. Da muss man wirklich abwägen, was einem in dem Moment auch wichtiger ist, beziehungsweise wie man gefühlsmäßig dazu steht. Wir haben am 22. auch den Wechsel von der Sonne aus der Jungfrau in die Waage. Das ist sehr harmonisierend, sehr schön. Und dann haben wir ja ein bisschen Stress am 23. September mit Venus, Uranus. Und da kann man wirklich alles auf eine Karte setzen und fürchterlich auf den Bauch fallen, was das Gefühlsleben betrifft. Mars und Saturn haben wir so bis 27. September. Ja, sehr pragmatisch, man geht die Dinge wirklich realitätsnah an. Man kann dadurch, dass man sehr genau ist, kann man vieles natürlich auch in positive Ergebnisse umwandeln. Das ist auch etwas, was sich auch langfristig bezahlt macht. Dann haben wir am 27. die Rückläufigkeit von Merkur. Diese Rückläufigkeit dauert an bis zum 18. Oktober und ja, etwas mehr als 3 Wochen. Und da sollte man die Dinge, ich sag jetzt mal, auch in die Warteschleife setzen, weil vieles lässt sich da nicht umsetzen, vieles wird verzögert, es wird was vergessen. Man ist nicht so genau, nicht nur du selbst, sondern auch andere sind nicht so genau. Und diese Fehler nachher auszumerzen ist schwieriger und schlimmer, als wenn man Dinge, ich sag jetzt mal, in die Warteschleife setzt. Ja, also Vertragsabschlüsse, solche Sachen, Neubeginne, das ist alles mit Merkur rückläufig schwieriger und nicht unbedingt ja, von Erfolg gekrönt. 29. steht Venus günstig zu Neptun. Das heißt, Einfühlungsvermögen ist vorhanden und auch die Zuwendung zu anderen und die Zuwendung, die man erhält. Man kann natürlich diese Zeit eben dazu nutzen, sich mehr um das Private zu kümmern, wenn das Berufliche stagniert. Und es ist wichtig, dass man eben auch bis zum Ende des Monats mit dem Mond im Krebs da auch ein Stück weit darauf achtet, dass jeder vielleicht blockiert wird durch den rückläufigen Merkur, auch in der Kommunikation, dass man die Dinge nicht so ernst nimmt. Der Mond im Krebs ist sehr sensitiv und sehr nachtragend, sag ich mal. Und da muss man sehr, 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 sehr aufpassen. Ja? Also, wie gesagt, versucht bis zum 27. September die Dinge unter Dach und Fach zu kriegen, damit danach so ein bisschen die Ruhephase eintreten kann, wo man sture Routine macht und sich mehr ums Privatleben kümmert. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Sternzeichen an. Bis gleich. Willkommen, liebe Jungfrau, wir sind bei der Astrologie in Ellas Horoskop für den Monat September 2021. Der September ist natürlich auch Geburtstagsmonat der Jungfrau, also da vieler Ende
August natürlich auch. Wir haben im September die Energie des Neptun sehr stark vertreten und das kann dich so ein bisschen ausgepowert und müde machen. Das gilt aber nicht nur für die Jungfrau, auch für andere. Aber falls dir das besonders auffällt, dann gönn dir auch ein bisschen mehr Ruhe als sonst vielleicht. Mach ein bisschen langsamer, es lohnt sich. Du hast auf jeden Fall diese Pausen verdient. Und wir haben bis 15. September auch den Mars in der Jungfrau. Das heißt, du wirst deine Dinge sowieso fertigstellen und gut hinbekommen. Wir haben auch, ja, wir haben dann ab 15. September bis 30. Oktober den Mars in der Waage. Das ist so ein bisschen ausgleichend. Manchmal macht es auch ein bisschen unentschlossen, ja. Venus war jetzt in der Jungfrau und geht dann in die Waage. Erstmal ist sie noch in der Jungfrau bis zum 10. und dann geht bis zum 10. in die Waage und dann vom 10. bis 7. Oktober in den Skorpion. Das ist ein bisschen tiefgründiger. Ich denke, du solltest jetzt diese Zeit in diesem Monat nutzen, in der Partnerschaft die Harmonie zu leben, die Pausen zu nutzen, in der Beziehung mehr, ja, dich zu involvieren oder reinzubringen. Es eignet sich hervorragend für einen Urlaub oder für eine partnerschaftliche Ausflüge oder irgendwelche Ziele, die ihr gemeinsam erreichen wollt. Dann haben wir Merkur in der Waage. Das ist auch sehr harmoniebedürftig. Man findet die richtigen Worte, jedoch wird Merkur am 27. September rückläufig. Und das bedeutet bis zum 18. Oktober, da ist für alle ein bisschen Chaos angesagt. Und man sollte natürlich vor dem 27. September Verträge und andere Dinge unter Dach und Fach haben, damit man sich dann damit nicht rumärgern muss, denn da passieren leicht Fehler und es wird vielleicht was vergessen, was Wichtiges. Du hast einen besonders guten Tag, wo du deine Ziele erreichen kannst. Das ist der 6. September. Vielleicht ist das etwas, was dir am Herzen liegt, also notiere dir dieses Datum in deinem Kalender. Das kann auch mal ein Tag vorher, ein Tag später sein, also diese drei Tage. Ich sag mal, es ist bei jeder Jungfrau natürlich anders. Wir sind ja bei der allgemeinen Astrologie. Aber so in dem Dreh kannst du Dinge sehr gut formulieren und durchsetzen. Nutze diese Zeit und versuche dann vielleicht, wenn Merkur rückläufig ist, nichts Großes zu beginnen. Wir haben ja noch die Rückläufigkeit sämtlicher Planeten, die bis Oktober noch rückläufig sind. Neptun ist das dann auch bis Dezember oder Pluto bis übers Jahresende hinaus. Aber viele Planeten werden im Oktober wieder vorläufig. Und da ist eben noch ein Stückchen Zeit, sich von Altlasten, unbequemen Dingen oder Dingen, die dich triggern, die dich vielleicht auch, ja, gereizt machen, ärgern immer wieder, sich davon zu befreien. Und diese Gelegenheit solltest du dann natürlich auch nutzen. Also sei gut zu dir und zu deinen Lieben und nutze auch die Zeit, deiner Routine nachzugehen. Ich glaube, dass du auf jeden Fall auch sehr erfolgreich bist. Wir schauen uns das aber jetzt auch nochmal in den Karten für dich an. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei der Kartenlegung für den September 2021. Wir wollen uns anschauen, was wir für die Jungfrau haben im ganzen Monat. Die Astrologie kann natürlich von den Karten abweichen. Es geht bei der Kartenlegung darum, auf bestimmte Aspekte, ja, aufmerksam zu machen. Wir schauen uns das an. Wir beginnen natürlich mit der Energie, was da so los ist im Monat September. Und du entscheidest natürlich, was davon du für dich in deiner persönlichen Situation annehmen möchtest und was nicht. Wir haben den Hierophanten, das sind enge Verbindungen, Familie, das kann aber auch Job sein. Das ist eben diese enge Verbindung. So, und du, wie gesagt, entscheidest selbst, was du davon annimmst. Wie siehst du dich selbst? Das Ass der Luft, Klarheit und Wahrheit. Also das ist so, ich bin mir sehr sicher logisch aspektiert und weiß, was ich zu tun habe. Ich schneide alte Zöpfe ab und gehe neuen Dingen entgegen. Da sind Erkenntnisse drin. Mein Wunsch ist die 10 der Luft, dass ich über gewisse Dinge hinwegkomme. Hoffnung und Ängste ist der Narr, das ist der Neubeginn, unbelastet und frei. Gut für dich ist die Transformation, das hatten wir auch öfter in dieser Legung für den September. Nicht gut für dich ist die 3 der Luft, die Kränkung. Das kann die Kränkung an dich sein, aber es kann auch die Kränkung von dir ausgehend sein. Ausgang ist der Bote des Feuers, das ist der Ritter der Stäbe. Du bist bereit, etwas zu riskieren. Okay, das klingt schon mal sehr schön. Insgesamt sehr, ja, sag mal jetzt konstruktiv.
Wir schauen uns an, was wir für die Jungfrau haben, was da von außen kommt, von den Mitmenschen. Was hast du von deinen Mitmenschen zu erwarten im Monat September? Die Welt, etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Okay, das ist eben auch Veränderung. Ja? Da muss man etwas zurücklassen und beginnt etwas Neues. So, Klarheit und Wahrheit, Ass der Luft. Wir haben in der ersten Woche die Leidenschaft, das Ass der Stäbe, Feuer, Temperament. Man beginnt was Neues mit viel Elan. Wir haben die Sechs der Kelche, die Vergangenheit, die Nostalgie. Da haben wir auch wahrscheinlich den Wunsch, was hinter sich zu bringen. Wir haben den Fokus mit dem Page der Stäbe, der Fokus auf den Neubeginn, Dinge loszuwerden, die einen belasten, voranzugehen. Wir haben das Rad des Schicksals, positive Entwicklung, Karma natürlich. Und wir haben die Zehn der Münzen, da ist Stabilität und Sicherheit drin, Veränderung ist hier drin, Neues und natürlich dann auch finanziell genauso wie persönlich. Drei der Schwerter, da haben wir die Zwei der Stäbe, da geht es um eine Entscheidung, mache ich dieses oder mache ich jenes, bin ich da vielleicht ja, kritisch oder nicht oder bin ich da entgegenkommend oder nicht. Das sind so die Entscheidungen, die da zu fallen sind und wir haben den Herrscher. Der Herrscher ist immer die Karte der Verantwortung für sich und für andere. Es ist manchmal auch die Kontrollfunktion, die natürlich zu Ärger führen kann, je nachdem, wie man sie ausführt. Der Herrscher ist natürlich auch das eigene Unternehmen, die eigene Verantwortung für noch mehr als die eigene Person. Schauen wir uns an, was wir für die Woche 2 haben. Keine Sorge, wir gehen das Ganze nochmal durch. Also ich gehe das jetzt nicht ganz schnell durch. Es ist nur die Übersicht, was für Karten wir haben. Wir gucken uns die Details gleich noch an. Da haben wir den Turm. Etwas loslassen, etwas hinter sich lassen. Platz schaffen für Neues. Das bedeutet auch Abschied nehmen, zurücklassen. Ja? Wir haben den Eremiten, deine Karte, du gehst in dich, was aus der Vergangenheit war gut, was war nicht so gut und was ist es, worüber ich hinwegkommen möchte. Das bearbeiten. Wir sind ja auch bei der Rückläufigkeit der Planeten damit momentan beschäftigt. Der Gehängte, der Fokus liegt darauf, wie kann man neu beginnen und dafür verschafft man sich mit dem Gehängten natürlich auch einen Überblick, auch in Bezug auf das, was man loslassen will und wo man sich lösen möchte. Dann haben wir die Verpflichtungen, die Belastung, vielleicht auch zu viele Belastungen. Vielleicht willst du dich dann ein Stück weit loslösen und sagen, das brauche ich nicht mehr. Zehn der Stäbe, das ist dein Erfolg, die Erdenergie, dein Fleiß, dein Können, natürlich Beziehungen, auch Familie. Und dann hier die Dinge, wofür stehst du selber ein? Das ist die Sieben der Stäbe, deine ja, Einstellung, deine Meinung, ja, aber wie gesagt, man sollte aufpassen, denn wenn das andere kränkt, verletzt und so weiter, sollte man ein bisschen Feingefühl haben. Vier der Stäbe ist auch, ja, my home, my castle, ja, ich bestimme über mein Haus, mein Heim, meine Familie und so weiter und trage da vielleicht auch die Verantwortung. Vielleicht ist es ja sogar eine eigene Firma oder ein eigenes Haus, wäre ja auch möglich. Schauen wir uns, wie gesagt, noch genauer an. Wir schauen uns dann die dritte Woche an. Da haben wir Sympathie, positive Energie, Sechs der Münzen, faires Miteinander, privat wie beruflich. Dann haben wir den Page der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, Informationen sammeln oder weitergeben oder beides natürlich. Intuition, das ist sehr gut. Intuition ist so dein Bauchgefühl. Wie kann ich das am besten machen? Karma gehört auch dazu. Veränderungen herbeiführen. Dazu ist natürlich deine Gefühlswelt auch relevant. Ja, was fühlt sich für dich gut an? Entspannung, das ist für dich ein Erfolg, wenn du dich entspannst, wenn du keinen Stress hast, wenn du dich nicht selbst so ein bisschen überforderst oder so. Da haben wir die Königin der Stäbe, Feuerenergie, das ist Optimismus, das ist dranbleiben, mit Leidenschaft an den Dingen arbeiten und natürlich auch überzeugend wirken. Ne? Da haben wir Gerechtigkeit, da ist die Waage Energie. Ich habe gerade gesagt, überzeugend wirken mit der Waage Energie tust du das auch im September. Also da kannst du das ein oder andere sehr gut rüberbringen, das solltest du auch und vielleicht bekommst du dadurch auch mehr Verantwortung, ja, von deinem Boss oder innerhalb der Dinge. Vierte Woche, Geduld haben, ein Schritt nach dem anderen, wird dir als Erdenergie nicht schwerfallen. Neun der Stäbe, du bist wieder dabei, alte Geschichten aus der Vergangenheit, also dich wieder zu verausgaben, vorsichtig damit, du bist jetzt aufmerksam geworden. Es gilt, sich um seine Gesundheit zu kümmern und damit ist nicht gemeint, dass du krank wirst, sondern dass man schon weit, weit bevor man zum Beispiel eine Erkältung kriegt oder so, dafür sorgt, dass man sich gesund ernährt, dass man Sport treibt und so weiter. Dass man sich kümmert, wenn man Zipperlein hat, ja,
darüber, dass man das nicht unter Teppich fallen lässt, nur weil man sich selbst in die Arbeit stürzt. Wir haben die 9 der Kelche, die Wunscherfüllung. Das ist das, wo du hin willst. Ja? Und da gehört das natürlich dazu, dass du dich um dein Wohlbefinden kümmerst. Das Gericht, die Dinge beurteilen, wie sie sind. Also pragmatisch sehen, wo sind die Fakten, was kann ich tun, was liegt nicht in meiner Hand zum Beispiel. Da haben wir die 8 der Schwerter, da haben wir hier auch so ein bisschen mit 3 der Schwerter natürlich auch die Energie, dass eben nicht immer alles klar ist und nicht immer alles, ich sage jetzt mal, die reine Wahrheit ist. Jeder hat seine eigene Wahrheit, die ist subjektiv. Ne? Und da kann man sich schon mal so ein bisschen verrennen. Wir haben die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche sind große Ansprüche, die du an dich oder auch an andere haben kannst. Es sind die Vorstellungen, die du hast von etwas, was du realisieren möchtest. Es können auch zu viele Wünsche sein, dass du zu viel auf einmal willst. Ja? Und da solltest du überlegen, wo da deine Priorität liegt, bevor du dich verzettelst und zu viel auf einmal möchtest oder es auch anderen auferlegst, ja, also den anderen Druck machst, weil du etwas erreichen möchtest und denkst, die Spuren nicht genug. Ne? Schauen wir uns mal an. Ich lege jetzt erstmal die Krafttierkarten raus für die 4 Wochen und dann schauen wir uns an, was wir in der einzelnen Woche so haben. Wir beginnen hier mit dem Ast der Schwerter und dem Ast der Stäbe. Dir wird etwas klar über eine Leidenschaft, wie der leidenschaftliche Neubeginn vonstatten gehen soll, wie es in der Beziehung leidenschaftlich ist. Und wir haben die 2 der Stäbe, deine Entscheidung, es geht um Beziehungen. Wie stehst du zu anderen, wie willst du die weiterführen, was ist dir da klar geworden und was möchtest du umsetzen? 10 der Schwerter und 6 der Kelche bedeutet, dein Wunsch ist es, über Dinge aus der Vergangenheit hinwegzukommen, die hinter dir zu lassen. Das geht nur im Team. Und indem man daran arbeitet, indem man sich nämlich nicht davor verkrümelt und sie unter den Teppich kehrt, ja, sondern indem man wirklich die auch mal zulässt, sie akzeptiert, in Liebe annimmt und bearbeitet, was geht. Dann wirst du merken, wie leicht sich das lösen lässt. Der Fokus liegt darauf, einen Neubeginn nach dieser Aktion der Vergangenheit hinzulegen. Da sind noch ein paar Dinge zu klären, aber letztendlich wird es zum Erfolg führen. Ich denke, es geht auch darum, Kritik zu leisten, also auch Dinge anzusprechen, die unangenehm sind, aber auch anzunehmen. Also nicht nur Kritik zu üben, sondern diese Kritik auch für dich gelten zu lassen. So, und dann haben wir Karma, was ja natürlich immer langsamer ist als das, was wir uns vorstellen. Da haben wir die Vergangenheit wieder und da haben wir den Wagen. Du möchtest die Zügel in die Hand nehmen. Das ist auch gut so, dass du dich darum kümmerst, daran arbeitest. Ja? Aber das ist keine Sache von 2 Stunden, sondern es könnte 2 Monate, 2 Jahre oder so dauern. Aber es ist wichtig, dass du was tust. Die Veränderung, 10 der Münzen, da ist schon viel drin. Da ist auch eine Enttäuschung drin. Aber es ist sehr viel Liebe drin. Also ich denke mal, dass da immer Menschen hinzukommen und Menschen sich verabschieden. Also man hat Kollegen, die arbeiten mal ein paar Jahre mit einem zusammen, dann sind sie wieder weg und so weiter. Solche Sachen. Ne? Aber die Liebe, die Fürsorge auch und die Zuneigung, die du zu gewissen Menschen hast, die bleibt auch. Ne? Und auch wenn es mal nicht so stabil und sicher ist, die Liebe, die Gefühle sind da und die Gefühle wollen gehört und gelebt werden. So, 3 der Schwerter, da haben wir die 2 der Stäbe, da haben wir die Jungfraukarte und da haben wir die 5 der Stäbe. Also es ist durchaus möglich, dass du auch in einer privaten Situation mit den 3 der Stäbe, die ja nicht gut ist, übers Ziel hinausschießt oder jemandem Vorwürfe machst oder vielleicht auch Vorwürfe gemacht bekommst. Beides ist möglich. Es ist wichtig, in sich zu gehen und diesen inneren Konflikt, den du mit dir rumträgst, vielleicht in dieser Situation, in der ersten Woche September für dich zu klären. So, dann haben wir, du willst was riskieren. Wir haben ja auch sehr viel Gefühl dabei. Also die Gefühle sollten nicht außer Acht gelassen werden. So, wir haben den Ritter der Stäbe und den Herrscher, Zurückhaltung und Intuition. Also es gilt in der ersten Woche September, nichts vorschnell zu entscheiden, vorsichtig zu sein. Ich denke auch mit Leuten, die dir irgendwas versprechen oder die dir etwas Risikoreiches anbieten. Das solltest du wirklich nach sehr, sehr gut prüfen.
Wir haben den Elefanten, lerne aus der Vergangenheit. Was gab es in der Vergangenheit, was nicht so gut gelaufen ist oder wo du auf die Nase gefallen bist, vielleicht mit der gleichen Person zum Beispiel? Das wäre so ein Akzent. Wir haben den Hierophanten hier und es geht auch hier um Beziehungen. Es geht vielleicht auch darum, anderen Gefallen zu tun zum Beispiel. Ne? Das kann auch ein anderer Aspekt sein, dass sich wieder die gleichen Leute um Gefallen bitten und du dieses Mal sagst, nein, kann ich nicht oder will ich nicht. Und das kann natürlich zur Kränkung führen, aber ich denke mal, hier ist es so, die Veränderung ist, dass Veränderung auch wehtut, je nachdem, was du entscheidest und wie du da vorgehst. Ja, kann Veränderung auch ein bisschen schmerzhaft sein. Man muss ja was Altes loslassen. Kommen wir zur zweiten Woche, da haben wir den Turm und das ist eben das Thema mit dem Loslassen. Und lerne aus der Vergangenheit bedeutet ja, wiederhole deine Fehler nicht. Da ist der Herrscher wieder und da ist die Fünf der Kelche. Nun gut. Als Herrscher und Verantwortlicher fühlt man sich oftmals einsam und alleine. Man ist traurig, dass gewisse Dinge nicht da sind. Da kannst du ja einen gesunden Mittelweg wählen. Bei den Fünf der Kelche heißt es, die zwei Kelche aufheben. Das sind ja die zwei Kelche, zuzuhören, auf den anderen die andere zuzugehen und zu sagen, komm, wie machen wir das? Und dazu ist es wichtig, dass du in der zweiten Woche auch überlegst, wozu du überhaupt bereit bist. Was du bereit bist, an Kompromissen einzugehen, im Zuhause. Ja? Darüber gilt es, Klarheit zu haben. Also erstmal für dich selbst. Das heißt nicht, dass du sofort irgendwas zusagen sollst oder so. Du sollst das für dich klären und du sollst da wirklich absolut aufrichtig und ehrlich zu dir selbst sein. Und dann gilt es, sich den Überblick zu verschaffen. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Was sind meine Träume? Wie bekomme ich auf die Sechs der Stäbe? König der Kelche und Zwei der Kelche, da haben wir es. Aufeinander zugehen, einander zuhören, sich immer wieder vergewissern, wo stehen wir, was wollen wir, sind wir noch der gleichen Fahrspur, ja? Und wie können wir das machen? Durch liebevolles Miteinander. So, und dann haben wir Verpflichtung oder ich habe als Jungfrau Verpflichtung. So, wie kann ich diese Verpflichtung denn auflösen? Mit Sympathie und indem ich meinen Standpunkt vertrete, aber nicht indem ich ihn durchsetze, sondern Kompromissbereitschaft, freundliches Entgegenkommen. So, schauen wir uns an, wie der Erfolg aussieht in der zweiten Woche. Was haben wir denn da? Abwägen, ne? Bietet sich das jetzt an oder eher nicht? Wie teile ich die Verpflichtungen auf? Ja, habe ich eine bestimmte Vorgabe oder eine bestimmte Vorstellung, wie etwas laufen sollte, sollte ich trotzdem dafür offen sein, mir andere Vorschläge anzuhören. Das könnte mich zu etwas Neuem inspirieren, was mir noch besser hilft, zum Beispiel. So, da haben wir wieder deinen Standpunkt. Du stehst für etwas ein, du teilst natürlich deine Meinung mit. Da ist die Königin der Kelche und da ist der Mond. Da sind die unguten Gefühle, vielleicht auch das Gefühl von Vergangenheit. Das ist schon mal schief gegangen. Es kommt aber immer darauf an, ob das in der Vergangenheit mit der gleichen Person war oder mit jemand anderem und ob die Situation wirklich so eins zu eins auf dieses Ereignis in der Vergangenheit übertragbar ist. Da gilt es, sich drum zu kümmern. Ja, nicht einfach so anzunehmen, sondern wirklich in sich zu gehen. Du hast den Eremiten hier und da haben wir nochmal hier die Vier der Stäbe. Wie geht das weiter? Die Klärung hier, das in sich gehen, das Besprechen, ja, obsessiv. Und Neun der Kelche, du bist ein bisschen sehr eigenwillig und ein bisschen sehr stur. Du hast, ich sag mal, du bist da ein bisschen unversöhnlich. Ich fände es schöner, wenn du dich bemühst, zugänglich zu sein, tolerant zu sein, also auch so ein bisschen andere Werte zu schätzen, auch wenn es nicht deine eigenen sind. Was haben wir hier? Die Liebe ist allgegenwärtig und vielleicht kannst du auch aus Liebe einfach sagen, okay, ich höre mir zumindest an, was mein Gegenüber zu sagen hat. Und es geht ja um Hausheim, Familien, das heißt, es ist das Nahumfeld, es geht um die Liebe. Und die Liebe sollte dir ganz bewusst auch, ich sage jetzt mal auch in solchen Entscheidungen oder in solchen Wunschäußerungen oder in, wenn du für etwas dastehst, was du durchsetzen möchtest, das sollte auch immer eine Rolle spielen. Wie gesagt, wenn es um persönliche Dinge geht, Partnerschaft und so. Dann schauen wir uns mal die dritte Woche an. Page der Kelche. Sympathie, Entgegenkommen, Freundlichkeit, Offenheit, ja, aber sehr sachlich, denke ich mal. Die Liebenden und das Ass der Stäbe. Das kann bedeuten, aus einer harmlosen Begegnung wird vielleicht mehr oder man ist in der Beziehung sehr leidenschaftlich, was ja auch sehr schön ist.
Wir haben die 6 der Münzen. Ausgewogenes Geben und Nehmen. Die Beurteilung der Situation und nochmal die 6 der Münzen. Also ich denke, auch in Partnerschaft, aber auch vielleicht in etwas Neuem, was deine Leidenschaft entfacht, bist du sehr offen. Es geht dir darum, was zu erreichen, was umzusetzen. Page der Schwerter, Gespräche, Informationen, man arbeitet an etwas. Ruhephase, gute Überlegungen treffen. Und 4 der Kelche, Unliebsames. Oder vielleicht auch Fehler auszumerzen, Dinge hinter sich zu lassen oder darüber gut nachzudenken. Da hilft die Intuition natürlich in der 3. Woche. Dein Bauchgefühl, unnötige Sorgen oder Gespräche. Es geht darum, in sich hineinzuspüren und seiner Intuition ein Stück weit zu folgen. Hast du ein gutes Gefühl dabei oder nicht so gutes Gefühl? Warum hast du ein gutes oder nicht so gutes Gefühl? So ein bisschen nachforschen. Entspannung. Die Dinge gehen entspannt weiter. Das ist gut. Entspannung ist gut, weil Stress verursacht schneller irgendwelche Missstände oder Fehler. Das haben wir gleich doppelt. Und die 10 der Münzen. Je entspannter und relaxter du an die Dinge in der 3. Woche herangehst, umso erfolgreicher. Königin der Stäbe, da ist wieder die Leidenschaft mit drin, kann eine Person sein, kann aber natürlich auch sein, dass du mit Optimismus an etwas arbeitest, an etwas dran bist, was dir wichtig ist. Du riskierst etwas, aber du bist auch an Sicherheit interessiert, also nichts irgendwie aufs Spiel zu setzen. Zu riskieren, ja, aber in einem gesunden Maß. Du bist Erdenergie und fair soll es sein. Vage Energie. Es soll harmonisch vonstatten gehen. Harmonie ist immer gut, sofern man das bewerkstelligen kann, ein Neubeginn. Und der Rückzug. Also es geht darum, das Engagement auf der einen Seite und die Ruhephase auf einem adäquaten Level zu halten. Was haben wir als, das ist deine Krafttierkarte. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit, es ist das Kaninchen. Die fruchtbare Zeit passiert natürlich auch dann, wenn du dich nicht stresst. 4. Woche, Geduld. Geduld, das ist dein 2. Vorname. Herrscherin und 9 der Münzen. Du bist sehr geduldig, du bist auch kurz vor dem Ziel, du arbeitest akribisch an den Dingen, du musst halt hier nur aufpassen mit den 9 der Stäbe, dass du eben nicht wieder zu viel dir selbst aufhalst. Das Rad des Schicksals und die schnelle Energie. Das Schicksal greift ein. Das kann auch bedeuten, wenn du dir zu viel zumutest, dass du krank wirst zum Beispiel oder dass du einen Schwächeanfall hast. Also es gilt auch in diesem Monat auf deine Gesundheit, auf dein Wohlergehen zu achten, auch auf dein Bauchgefühl. Komme ich damit zurecht? Schaffe ich es, genügend Ausgleich zu schaffen zwischen Arbeit und Privatleben bzw. Ruhephasen? Halte daran fest, dich um dich zu kümmern. Sprich darüber. Vielleicht auch, mach es mit anderen gemeinsam. Man könnte zum Beispiel sagen, wir kochen gemeinsam etwas Gesundes. Ja? Und 9 der Kelche, das ist ganz so nach deinem Geschmack. Du gibst dein Wissen ja auch gerne weiter. Geselligkeit und Disziplin, beides zusammen, also Disziplin in der Art und Weise, wie du die Dinge umsetzt und Spaß dabei, dadurch, dass man gemeinsam etwas macht. So, die Beurteilung der Situation, wie sie tatsächlich ist. Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt im Einklang und Optimismus, positive Energie, schöne Energie im Sinne von Kraft und ich denke mal, dass du dich sehr gut fühlst. Dann haben wir die 8 der Schwerter. Da kreisen deine Gedanken um etwas, wo du dir nicht so wirklich sicher bist. Da ist der Neuanfang und da ist der König der Stäbe. Kann sein, eine Person, eine Sache. Wir haben aber, ich denke, wieder die Leidenschaft. Vielleicht ist dir das alles so ein bisschen mit dem Gefühl und der Sensitivität suspekt. Aber es verursacht positive Ergebnisse. Das ist gut, aber trotzdem sollte man nicht überhöhte Erwartungen haben an sich selbst oder an andere, sondern jeden Moment so nehmen, wie er kommt. Manifestation und Heilung.
Ich glaube, dass du Großartiges für dich und auch für andere, also Partnerschaft, Familie, Kollegen, wie auch immer, schaffen kannst, indem du auf dich achtest, indem du, ich sag mal, Verantwortung verteilst, indem du ein bisschen mehr vertraust, indem du weißt, wenn ich nicht überziehe, komme ich meinen Wünschen näher. Wenn ich mich ein bisschen auf mich selbst einlasse, durch die Intuition auch hier, dass ich dann gesundes Miteinander leben kann. Also Karriere haben kann, gesundes Privatleben und mich rundum wohlfühle. Und wir haben das Gürteltier, setze gesunde Grenzen. Das ist dein Thema im Monat September. Also auf dich selbst zu achten, Acht zu geben darauf, wie fühle ich mich, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an, wie weit bin ich bereit, was zu riskieren und wo habe ich auch das Bedürfnis, mal Zeit mit mir alleine zu verbringen, über ein paar Dinge nachzudenken, zu planen, vorzubereiten. Du hast tolle Verbindungen mit dem Hierophanten und du hast mit der Welt Menschen um dich, die bereit sind, mit dir vom Alten in das Neue zu gehen, also sich von alten Dingen zu verabschieden und Neues auszuprobieren. Wichtig ist immer die Kommunikation und dass man mit Freude dabei ist. Und dann wird das auch gelingen. Und ich finde, das klingt wunderbar. Und selbst wenn Merkur rückläufig ist, bist du ja auf einem Stand, der sich sehen lassen kann. Also freu dich darüber. Sei zufrieden mit dir. Klopf dir auf die Schulter, wenn du was erreicht hast. Und dass du geduldig bist und dass das Schicksal dir wohlgesonnen ist. Ich wünsche dir einen erfolgreichen, schönen Monat September. Und sag bis bald.